Ihr Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, wie immer, von Mensch zu Mensch. Heute habe ich wieder die liebe Christina Krüger da und wir haben uns kurz vor dem Gespräch noch kurz abgesprochen, welche Themenkomplexe wollen wir heute besprechen und was jetzt notwendig ist, so als Überschrift haben wir uns ausgedacht. Und ja, liebe Christina, schön, dass du heute wieder die Zeit und den Raum gefunden hast, zu mir in meinen Urwald zu kommen. Ich habe heute extra mal ein virtuelles Bild wieder im Hintergrund, weil die Natur ist wirklich meine Tankstelle, mein Kraftplatz, wo ich immer wieder, wenn ich auch immer wieder mit Menschen arbeite, gehe ich immer hinterher zwangsläufig. Ich habe zwei Hunde da in meinem Haus, müssen wir eh spazieren gehen. Und wir wohnen direkt am Waldrand und da kann ich dann wieder meine Kraft auftanken. Da gibt es große Bäume, die man umarmen kann. Und da wird der Kopf wieder frei für Neues. Ich sage immer, ganz, ganz wichtig in dieser überflutenden Zeit, wo wir ja mit so vielen Informationen überflutet werden, ist es immens wichtig, dass wir uns immer wieder den Raum vor uns selber geben, um mal wieder da oben das Gefäß wieder mal leer zu bekommen, in die Stille zu kommen, in die Ruhe zu kommen, ins Herz zu kommen. Und das ist ja, liebe Christina, ja dein Thema, die Herzensenergie, dem Herz den Raum zu geben. Und dann gebe ich gerne dir das Wort. Lass uns einfach mal einsteigen in das Thema. Lass uns einfach frei fließen und dann schauen wir mal, wo uns heute die Reise hinführt. Ja, Schön, dass schön. du da bist. Schön, ich danke dir, lieber Rainer, dass ich wieder bei dir zu Gast sein darf. Und mir ist ja gleich dein schönes Bild aufgefallen. Ich mache mal kurz Platz, damit man mein Bild auch ein bisschen sehen kann. Ah ja, hinter, Das ist schön, auch ein ja. schönes Naturbild. Das ist, und da sitzt ja eine Frau auf dem Felsen. Ich bin es nicht, obwohl man es bei näherer Betrachtung, ich wurde schon oft gefragt, ob ich es sei. Es sieht so aus, als könnte ich es sein. Und das ist auch. Eben, du hast das Stichwort schon gesagt, die Natur ist einfach eine der wichtigsten Kraftquellen, weil sie uns so mit dem ursprünglich, mit unserer Essenz verbindet und gleichzeitig so direkt greifbar ist für uns. Es ist nicht, wir müssen nicht 100 Jahre meditieren und irgendwelche inneren Welten erschlossen haben, sondern eben, wir können ja direkt da mit ihr in Kontakt gehen, über den Garten, über den Wald. Ich habe ja auch eine Hündin und gehe mit der jeden Tag raus. Also das kann ich dich sehr gut verstehen, dass das, was dir das gibt, weil ich empfinde es ganz genauso. Ja, und du hast ja schon gesagt, worüber wir heute sprechen möchten, ne, dass die Herzqualität oder das Herzbewusstsein, das ist einfach ein Thema, das hat mich jetzt, also das ist für mich nicht neu, aber es ist mit dem Jahr 2024, steht es wie mit so einem riesengroßen Ausrufezeichen in meinem Feld. Und ich weiß, dass ich damit, also dass ich damit viel machen darf, aber nicht nur, weil das irgendwie jetzt für mich so besonders wäre, sondern weil es für diese Zeit so wichtig ist. Ja, wir haben ja im Vorgespräch uns schon kurz ausgetauscht und auch darüber, was das für gerade für Energien sind, mit was wir hier konfrontiert sind, ob wir nun in die Nachrichtenwelt gucken oder ob wir nur zum nächsten Supermarkt gehen oder auch einfach nur uns selber einmal betrachten, weil ja, also ich empfinde diese Prozesse gerade teilweise ist es so ein Spannungsfeld zwischen alt und neu. Sicher. Das Neue bildet sich wie so ein neues Pflänzchen, das wagt sich jetzt hervor und da kommt ein ganz neues Leben hervor. Ja. Und gleichzeitig sind da noch diese alten Samenkapseln, die alten Krusten eben, die mal zum Schutz in der 3D-Welt vielleicht wichtig waren oder halt zumindest einfach entstanden sind. Ja. Und die brechen jetzt ab und das ist wirklich eine Achterbahnfahrt von manchmal wirklich himmelhoch jauchzend, weil plötzlich sich neue Portale öffnen, neue Felder zugänglich werden, in uns aktiviert werden. Und im nächsten Moment sind wir mit uralten Themen konfrontiert, wo wir dachten, gibt es die noch? Die hatte ich doch schon. Ja, genau. Ja, und das ist wirklich, also das ist das Spannungsfeld, das wir in uns gerade durchleben, in dieser Evolution, oder in dieser Veränderung gerade. Und eben im Außen, wo sich
zum einen ja auch die Welt einfach in den Wandel begeben möchte oder das auch tut. Und die Kräfte, die dagegen arbeiten, die sagen, wir werden noch trickreicher, ja, wir nutzen KI und wir machen Deepfake und was weiß ich. Und ja, wie kann man sich denn da noch zurechtfinden, ne? Und eben, für mich hat sich da sehr deutlich gezeigt, es ist wenn wir im Verstandesbewusstsein bleiben, schwerpunktmäßig, ist das nicht möglich. Ist es nicht möglich, in der Tiefe zu erfassen, wo ist die Wahrheit und wo ist es einfach die nächste Falle in Anführungszeichen oder die nächste Show, die uns geboten wird, ne? Ja, das hast du Ja. sehr, genau, das hast du sehr schön auf den Punkt gebracht. Ich fühle das ja auch, und ich glaube, viele empathische Menschen spüren das gerade, dass wir wirklich gerade wirklich, wie du schon angesprochen hast, eine Achterbahn der Gefühle haben, ja. Also die Energie, die sind wirklich richtig heftig, wo kommt. Natürlich, das hat natürlich auch alles mit den Schumann-Frequenzen zu tun, mit den kosmischen Einflüssen, die jetzt auf unser Bewusstsein, auf unser Energiefeld Einfluss nehmen. Nicht nur Reaktionen bei Pachamama, unserer göttlichen Mutter, Mutter Erde, zu Reaktionen kommt, sondern es kommt auch bei uns im Inneren zu Reaktionen, ja. Und du hast es auch angesprochen, dass auf der einen Seite kommen oftmals nochmal alte Themen hoch, ja, alte Themen, die wir uns jetzt noch anschauen dürfen, wo wir vielleicht noch auflösen müssen. Ich merke es auch gerade ganz intensiv. Ich habe also die letzte Woche sehr intensive Träume gehabt aus meiner Kindheit, wo ich mir noch Dinge anschauen durfte. Ja, ah ja, so war das. Und auf der anderen Seite ist aber auch eine tiefere innere Ruhe da. Im Gegensatz, man ist kurz im Moment aufgewühlt, wenn man mit alten Themen wieder zu tun hat. Und dann ist aber auf der anderen Seite wieder eine tiefe Ruhe in mir, weil ich weiß, das dient alles zu unserer eigenen Entwicklung. Ja? Wir dürfen uns jetzt entwickeln. Alte Themen abwickeln, damit wir frei sind für das Neue, was da ansteht. Und das Neue, das drückt jetzt mit großer Kraft hier rein. Und das sieht man eben auch, wenn man in die 3D-Welt schaut, wie alles immer schwieriger wird, wie so Zerfall, wie alles zerfällt langsam, mehr oder weniger. Und wie du auch schon gesagt hast, schon das Neue bahnt sich schon den Weg. Und ja. Wie siehst du das, Christina? Wir sind ja wirklich noch am Anfang dieses Transformationsprozesses. Viele hellsichtige Menschen sagen ja, und ich habe das ja in der Vision auch wahrgenommen, bis 2030, 31 sollte die Transformation abgeschlossen sein. Und ja, da wir stehen am Anfang, und ich habe auch immer mehr das Gefühl, dass ich vielleicht einmal das Thema noch kurz ansprechen, wie du das wahrnimmst. Ich habe so das Gefühl, dass Raum und Zeit bedeutungslos werden, weil wir Raum zeitlose Wesen sind. Das heißt, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft kulminiert bei mir genau auf einem Punkt. Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr, weil wir jetzt öffnen sich ja auch mehr und mehr die Räume zu unserer Multidimensionalität. So, ich Genau. sehe jetzt die Christina hier vor mir sitzen, aber die Christina, die gibt es ja noch auf andere Ebenen nochmals. Ja, das ist ja nur, ich sage immer auch hier, der Rainer, wo jetzt vor euch sitzt, ist nur ein Teilaspekt seiner Seele. Wir sind ja multidimensionale Wesen, also das, für viele sprengt das der Verstand, aber da entwickeln wir uns jetzt langsam hin. Wie siehst du das? Ja, ganz genau. Das hast du schön gesagt, lieber Rainer. Ja, darum geht es jetzt. Und das ist ja auch das, wo jetzt diese Notwendigkeit, die wir ja schon angesprochen haben, so da ist, dass wir in dieses Bewusstsein, dieses Hier und Jetzt, dass wir da hineinfinden. Und das ist genau das, was ich meine mit dem Herzbewusstsein. Ja. Das ist so viel. Unser Herz ist im Grunde ein Dimensionstor. So habe ich das gezeigt bekommen und auch schon erfahren. Unser Ja. Herz ist sowohl ne, auf der dritten Dichte jetzt als physisches Organ vorhanden.
Und gleichzeitig kann es auch schon feinere Dinge wahrnehmen, wie die Gefühle, die wir so den ganzen Tag oder durch ein Leben hindurch so kennenlernen dürfen. Und dann geht es aber, wenn wir uns da noch tiefer drauf einlassen, dann kommen wir immer tiefer in diese, also in die, ja, tiefer oder höher ist jetzt in dem Fall tatsächlich auch wieder egal, wie Anfang oder Ende, Vergangenheit Genau. oder Zukunft. Ja. Es ist einfach jenseits dieser Schwingungsebene, die uns jetzt, die wir als normal betrachten würden, da fangen dann, da öffnen sich weitere Räume, weitere Dimensionen, wenn du so möchtest. Und Ja. auch die sind über das Herz wahrzunehmen. Ja, also das Herz ist das Portal. Unser Verstand und unser der Mentalbereich, der kann das alles mitkriegen. Ja, der kann das wunderbar beobachten und die Erfahrung dann benennen oder zumindest das versuchen und ins Verhältnis setzen zu dem, was er schon kennt und was er noch nicht kennt oder wovon er schon gehört hat. Aber die Erfahrung, die findet hier statt. Das ist ein unglaubliches Dimensionstor, unser Herz. Ja, und da brauchen wir, da ist es auch zeitlos. Wenn wir im Herzbewusstsein sind, dann ist es zeitlos. Dann ist es dieses ewige Jetzt, das Ja. du gerade schon benannt hast. Und das ist auch der Raum. Diese Erfahrung, die mache ich, also ich hatte sie ja einmal sehr intensiv, das war so die Durchbrucherfahrung und ich mache sie immer wieder. Das ist ein Zustand, wirklich in diesem Herzbewusstsein, in dieser Stille zu sein, da fühle ich, da bin ich das Universum und gleichzeitig das kleinste Staubkörnchen darin. Das ist für den Verstand ein großer Widerspruch, Ja, aber ich für die weiß. Erfahrung im Herzen ist es kein Widerspruch. Es ist alles und nichts zugleich. Ja, sehr Ja? schön. Und das kann man nur erfahren, das kann man nicht denken. Ja. Und deswegen, das ist ein Aspekt, warum dieses Herzbewusstsein jetzt so wichtig ist, weil dadurch geht's. Das ist diese, ich schaue hier gerade auf deinen Hintergrund, wo es hier so in der Mitte so hell wird. Ja. Das sieht ja schon so aus, als würde da was Licht werden, finde ich jetzt gerade spannend. Also Ja. es sich so ein Portal vielleicht öffnen. Ja. Und das ist tatsächlich das, was wir durchs Herz erfahren können, indem wir uns auf unser Fühlen einlassen. Das ist der Weg und in das Herz hinein das Fühlen tatsächlich. Das ist nicht eine erdachte Meditationspraxis sozusagen, sondern es ist da, wo ich jetzt gerade bin in meinem Leben. Ob ich mich gerade ärgere oder ob ich glückselig bin, ist nicht der Punkt, Ja. sondern es ist immer das, was ich gerade fühle, der Eintritt in meine innere Wahrnehmung. Das ist die Ankerschnur und das Herz ist der Anker, könnte man so sagen, ja? Genau. Wo wir dann wirklich fest verbunden sind mit unserem kosmischen Sein. Und das können wir immer weiter erforschen. Das ist wie ein, wir gehen tief in eine Höhle hinein und merken dann, die wird immer größer. So erlebe ich das, ja? Also das ist das Transzendent, nein, jetzt verhaspel ich das Wort, dieses Transzendierende, was das Herz kann. Und Ja. aber gleichzeitig, wir können nicht im Herzen sein und uns selbst belügen oder die Lügen der anderen nicht fühlen. Ja. Deswegen ist es auch gleichzeitig so ein Kompass für diese wilde, wirre, verwirrende Zeit, die wir gerade erleben. Ja, wir können immer wieder dahin zurückkehren, okay, was fühle ich gerade? Nee, der nächste Atemzug zeigt es dir. Ja, du atmest einmal ein, atmest aus und schon an dem Ton kannst du hören und spüren, welche Stimmung da ist, welches Gefühl mit dieser Stimmung möglicherweise noch verbunden ist, kannst da tiefer eintauchen und schon bist du in deiner Erfahrung. Ja, das sind 2 Sekunden. Ja, sehr schön. Und wenn man da länger dabei bleibt oder das sich so zur Haltung werden lässt, ja, kann das sich immer mehr vertiefen und es ist nicht kompliziert. Es Nee. ist einfach nicht kompliziert und das ist das, was ich so, es ist so unglaublich wie die ganze Schöpfung, was wir damit erfahren können, aber der Weg ist nicht kompliziert. Und das berührt mich immer wieder neu, dass wir Menschen das sind, dass wir das können und dass das unsere Natur ist und nicht nur für einige Begabte oder Beglückte, die eine tolle Gabe mitbekommen haben, zufällig bei Geburt, ja, sondern das ist das Menschsein.
dass wir diese verschiedenen Dimensionen überbrücken können und gleichzeitig wahrnehmen. Ja, da fällt mir gerade, kriege ich gerade einen Impuls von oben. Wenn ich jetzt mal so reinspüre, was du gerade gesprochen hast, kriege ich gerade so den Impuls rein, dass uns genau über diese Fähigkeit, liebe Christina, über die wir über unsere Gefühle, tiefe Empathie, Mitgefühl, kriege ich gerade rein, wenn ich mich jetzt anschließe nach oben, über diese Fähigkeit beneiden uns viele andere Wesen aus anderen Ebenen, weil die das nicht mehr haben. Ja? Und deswegen, wow, ist es ja so immens wichtig, ja, dass wir uns das, deswegen begrüße ich ja auch mein Publikum immer, von Mensch, vom Herz zu Mensch, weil das ist die tragende Säule. Weil wenn du jetzt mal einen nüchternen Blick jetzt mal in die Außenwelt schaust, in die 3D-Matrix schaust, wo geht die Entwicklung hin? Die Entwicklung geht ja genau in eine andere Richtung. Wenn wir jetzt uns die transhumanistische Agenda anschauen, die KI nimmt immer mehr Raum in unserem Feld ein, ja. Und wir stehen erst am Anfang dieser Entwicklung, aber die Entwicklung wird noch so rasant sein, dass es, und da sind wir nämlich wieder beim zentralen Thema, die Herzschwingung, dass wir wirklich nur über unsere Herzensenergie noch filtern können. Genau. Fühlt sich das jetzt echt an für mich oder ist das bereits schon gefegt? Ich habe neulich ein Interview, ein Video neidur bei mir im Telegram-Kanal, da hat einer gezeigt, er hat es nur besprochen und die KI hat es selber gemacht, wie eine Katze läuft durch einen Wald, durch so ein Blumending. Genau. Und er sagt, die sind schon so weit. Ja, da gibt es ein Programm, ich kenne mich da nicht aus, ich will mich da auch gar nicht auskennen. Das ist wirklich erschreckend. Und wenn wir das jetzt mal hochrechnen, was da natürlich parallel zu unserer Welt nebenher auch noch läuft, sind es genau die Parameter, die uns wirklich sicher durch den Dschungel, da haben wir wieder der Urwald hinter mir, das Leben ist wie ein Dschungel. Macht mir der Dschungel Angst im Hintergrund oder nehme ich das Leben an, so wie es ist, bin ich bei mir in meiner Kraft und in meinem Vertrauen, in meinem Urvertrauen und ich gehe zielsicher. Der Weg ist das Ziel, das wissen wir alle, wo wir hinwollen. Und ich gehe sicher meinen Weg. Und das ist mir jetzt gerade so gekommen, dass viele Wesen, nichtmenschliche Wesen uns darum beneiden über unsere Gefühle und unsere tiefe Empathie, die wir für uns, für unsere Mitgeschöpfe, für alles, was lebt, empfinden können. Ja. Genau. Das ist ein unglaublicher Erfahrungsraum. Ja, das ist ja wirklich ein Spektrum an Lebendigkeit, an Erfahrungsmöglichkeiten, die wir haben über diese Körperlichkeit und aber kombiniert eben mit diesen Fühlen, mit dieser inneren Wahrnehmung. Und eben als du gerade sprachst, da fiel mir so ein, es heißt, oder es geht ja gar nicht, oder eben die Menschen sind das, ja, eben. Es gibt andere Lebensformen, die sich das vielleicht wünschen würden oder sagen, oh, das ist was Besonderes, weil wir haben das so nicht in der Form. Und der Mensch hat von sich kein übermäßig gutes Bild, würde ich mal sagen, ne? Ich meine, wenn man so in die Welt schaut und guckt, was macht der Mensch mit der Erde, dann kann man auf die Idee kommen, das verstehe ich durchaus. Aber das ist ja eigentlich eher eine Folge dessen, dass wir das Herzbewusstsein verloren haben. Und jetzt dürfen wir uns wieder daran erinnern. Und das ist auch wieder so ein schönes Wort, erinnern. Wir finden es in unserem Innern. Wir brauchen niemanden, der uns das erzählt, oder müssen nicht alle Bücher über Spiritualität und Selbstverwirklichung gelesen haben, Genau. um diese Erinnerung in uns zu wecken. Und alles, was vielleicht noch darüber liegt, zu lösen, damit es wieder erfahrbar, dass wir wieder Zugriff darauf haben, dass es wieder aktiviert wird. Manches schlummert in uns, aber es ist da. Es ist nicht ein, ich muss da noch irgendwo hinkommen, um endlich wieder, um ein guter Mensch zu sein oder um ein würdiges göttliches Wesen zu sein, sondern nein, es geht eher darum, wieder viel mehr bei sich anzukommen und sich selber zu sein und immer ehrlicher zu sein. Und das ist ja Genau. was,
Eben, ne? Was nicht geht, dass wir, was ich gerade schon sagte, wir können nicht ganz im Herzen bewusst und verbunden sein und uns noch selbst belügen. Deswegen kommt ja auch alles so, fliegt uns so um die Ohren, wo wir es vielleicht noch tun an der einen oder anderen Stelle, ist ja gar nicht böse gemeint, sondern das sind wir alle konditioniert ohne Ende. Das müssen wir uns nicht übel nehmen, sondern einfach sagen, ah, okay, wieder was entdeckt Wieder was und wie kann entdeckt, sich's ja. jetzt verändern? Ja. Ja, genau. Aber allein schon das Erkennen, ja, dass da noch eben die Thema hochkommt, ja, wie du ja auch sagst, wir haben noch alle in uns noch so festgefahrene Glaubenssätze, die schon in der Kindheit von den Eltern, ja, du musst hart arbeiten, um was im Leben zu erreichen. Wer sagt es, dass ich körperlich hart arbeiten muss? Ja, das sind auch, oder was kann ich, kleines Lichtlein, schon im Großen Ganzen verändern? Das sind alles nur Glaubenssätze, die sind so tief drin, Ganz ja, genau. raus. Wir müssen uns einfach wieder bewusst werden, ja, und dass wir geistige, dass wir Schöpferwesen sind und Ganz dass genau. unsere Gedanken haben Einfluss auf Materie, dass wir schöpfen können, dass wir die Welt uns so erschaffen können, wie wir sie uns vorstellen können. Aber da geht Genau. schon los, die Vorstellung, ja, der Gedanke zu haben. Ja, und dann wird man gleich wieder reduziert. Ja, das geht sowieso. Wie kann ich aufs große Ganze? Ich sage immer, fang du erst mal im Kleinen bei dir an, komm du in dein innere Friede, Genau. dann wird dein Umfeld befriedet und so kann das größere Kreise ziehen. Ja? Ich meine, das kann man Genau. täglich im Leben, kann man das für sich austesten. Ja? Gehe ich mit einer inneren Zerrissenheit, mit der inneren Wut raus, weil mich irgendwas getriggert hat, wirke ich natürlich auf meine Mitmenschen. Logisch. Resonanz, Energie. Gehe ich mit einer Freude raus, ja, und grüße die Menschen. Ich grüße Gott, ja, Bayern, grüß Gott. Ich grüße den Gott in dir und Genau. lächle die Menschen freundlich an. Dann kommt was rüber. Dann kommt was in Bewegung. Und das ist das. Das sind oft die kleinen Dinge, die uns zu Menschen machen, ja, die uns menschlich, das Menschsein sind. Und dann kann sich das immer größere Kreise ziehen. Und da müssen wir die Menschen hinbringen. Genau. Und es gibt ja den schönen Satz, heilst du dich, dann heilst du die Welt. Ganz genau. Weil zum einen wird einfach ein Stück Welt heiler, wenn du bei dir anfängst. Und Ja. das andere ist ja auch, was strahlt das aus? Ja, Ja, genau. ein geheilter oder ein leuchtender Mensch möchte das gar nicht so als fixen Status irgendwie hier benennen. Aber ein Mensch, der sich selber immer sehr mehr seiner selbst bewusst wird, wo das Herz immer mehr aufgeht, immer mehr leuchtet, der hat so eine andere Kraft, der hat viel mehr Kraft als einer, der nur irgendwie garstig und neidisch und missgünstig irgendwie durch die Gegend läuft. Auch der kann inspirieren oder berühren und jemand anderes damit anstecken, natürlich. Aber im Großen und Ganzen ist das Licht viel stärker. Und das, alles, was in uns zur Heilung kommen darf, das hat einen großen Einfluss auf das Gesamtenergiefeld der Erde. Das fließt ja mit ein. Das ist nicht nur unser Privat. Fühlen wir uns halt besser, sondern es ist wirklich, wir sind ja da ein Organismus oder Teil eines großen Organismus hier auf der Erde. Stimmt, ja. Ja, und was mir gerade noch eingefallen ist zu dem, ja, genau, jeder Gedanke ist ja auch wichtig. Ja, das ist es. Und jedoch ist meine Erfahrung, dass wirklich dieses Manifestieren, das ja auch so in vieler Munde ist jetzt, ja, wir dürfen jetzt die neue Welt manifestieren, da ist das Fühlen auch unerlässlich dafür. Weil wenn wir nur einen Gedanke denken, zweidimensional, ja, der hier wie so ein Faden einmal durchgeht, da bleibt nicht viel hängen. Ein Gedanke hat nicht so viel Kraft, wenn er nicht mit dem Gefühl verbunden ist, Ganz mit der genau. Schwingung dessen, was ich da denke oder mir wünsche. Also deswegen ist es auch hier notwendig, wirklich zu fühlen, was wir wollen. Und deswegen ist es so gut, wenn die Menschen schon mal spüren, wonach sie Sehnsucht haben. Dann weiß ich, ah, derjenige hat jetzt die Möglichkeit, sich damit zu verbinden und das in sein Leben zu ziehen, zu manifestieren, dafür Resonanzfläche zu sein, dass es sich für ihn verändern kann. Wenn jemand noch gar nicht weiß, was er sich wünschen soll Ja. oder eben nur denkt, ach, es wird eh alles furchtbar, Ja. ja,
Da ist keine Manifestationskraft, Schöpferkraft ist ja ein anderes Wort dafür, Ja. die verpufft im Grunde. Ganz Ja, genau. aber wenn wir wirklich fühlen, oh, ich wünsche mir so eine Welt mit lauter so heilen Wäldern, wie es hier hinter dir gerade aussieht, und Menschen, die mit ihrem Herz verbunden sind, die ehrlich zu sich stehen und auch das Gute im anderen zu sehen bereit sind und sich darüber auszutauschen, ja, dann, und ich kann das fühlen, die Sehnsucht danach, selbst wenn vielleicht auch noch ein Kummer da ist, dass es noch nicht so ist oder nicht immer so ist, ja. Yep. Aber dann kannst du sagen, okay, dem gebe ich jetzt meine Kraft. Das darf ich in mir nähren, das darf sich in mir ganz weit ausdehnen, dieser Wunsch, diese Sehnsucht, und dann bekommt es Leben. Das ist die Schöpferkraft. Und deswegen ist auch hier das fühlende Herz Genau. einfach so wichtig, um nicht zu sagen notwendig, ja, um die Und Not zu wenden, die Not darüber, dass wir als Menschheit so lange unser Herzbewusstsein vergessen haben, zumindest in dem Ausmaß, ja. Deswegen das Wort Liebe. Viele Menschen können gar nicht unterscheiden, dass die Liebe nicht nur eine zwischenmenschliche Liebe ist, sondern dass sie die Kraft des Universums ist, ja. 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 Immerhin ist es schön, wenn die zwischenmenschliche Liebe wahrgenommen und gefühlt werden kann. Ich möchte es Ja. nicht klein machen. Jedoch ist es zu der universellen, bedingungslosen Liebe eben nur eine kleine Spielart. Genau. Dann Und ist das natürlich Herz auch kann das wichtig, alles ja, fühlen. dann ist Das kann auch natürlich die auch, universelle Liebe fühlen. genau, und dann ist natürlich auch wichtig, ganz wichtig, in die Selbstliebe zu kommen, sich Das so ist zu dann ein an. Teil des Ganzen, genau. Ja, genau, um dann den größeren Rahmen zu schaffen, ja, die kosmische, allumfassende Liebe, ja, die uns mit allem verbindet. Ja, wunderbar. Ja, und da sind wir auch wieder bei dem Fühlen. Wenn ich wirklich annehme, mir erlaube, das zu fühlen, was ich gerade fühle, selbst wenn es Ärger ist oder Neid ist, wenn ich mir das erlaube, dann kann ich meistens feststellen, was dahinter steckt. Dann steckt vielleicht dahinter, dass also bei dem Ärger ist es vielleicht irgendein Grenzwächter, der sagt, nee, so nicht, ja. Oder eine Ohnmacht. Und dann kann man wieder merken, oh, dahinter ist was Zarteres und das kann ich auch fühlen. Also es gibt nichts, wofür wir uns verdammen müssen. Und da ist die Selbstliebe, uns zu gestatten, dass wir mit allem sein dürfen, mit dem ganzen Spektrum, das zum Menschen dazugehört. Und wenn ich das erlaube und nicht in den Kampf dagegen gehe oder in die Flucht davor gehe, dann wird es wieder lebendig. Und dann kann ich mich auch annehmen, wenn ich sagen kann, okay, ich nehme mich auch an, wenn ich ärgerlich bin oder wenn ich jetzt ungeduldig bin oder gerade Neid verspüre und ich kann da liebevoll mit mir sein. Ja, das ist Selbstliebe. Nicht nur, dass wir uns ständig toll fühlen und uns ach so wunderbar finden. Ja, ich Ja, meine, das ist auch klar. schön. Aber eben in der Ehrlichkeit wollen wir ja bleiben. Und wenn es gerade eben eher etwas ist, wo wir sagen, und auch das annehmen, das ist die Selbstliebe oder wo sie wirklich geprüft werden kann, ne? Ja, sehr schön. Hast du sehr schön Ja. erklärt. Wunderbar. Ja, also wir leben tatsächlich in wirklich ganz spannende Zeiten und ich bin mal gespannt, was das 2024 noch so für uns noch bereithält, sage ich mal. Also ich sehe schon, also im Moment, klar, wenn ich jetzt in 3D schaue, da geht es gerade ziemlich chaotisch zu, ja, und jetzt im Moment ist es auch gerade so, jetzt gefühlsmäßig bei mir, so mit großartige Planung, sage ich mal so ein halbes Jahr vorausplanen, was könnte ich da machen? Habe ich hier gerade ein bisschen Abstand, sondern ich versuche einfach im Moment, im Hier und Jetzt zu leben und dann spontan zu sagen, okay, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, sind wir wieder beim Gefühl, jetzt mache ich das und das oder das und das, ja. Und das sind so einfach diese innere Wahrnehmung, auch zu spüren, weil manchmal ist einfach auch im kollektiven Feld gerade eine ziemliche Spannung da. Und wenn ich natürlich in so einem Spannungsfeld, was natürlich auch auf die einzelnen Menschen einwirkt, für mich als gerade ein Seminar oder irgendwas anbiete, dann kann es oft auch dort zu Spannungen kommen. Und wenn man dann wieder spürt, weil das sind ja immer Momentaufnahmen, ja, das hat ja auch was mit der kosmischen Energie zu tun.
Auch teilweise mit Reinigungsenergie, und da kommen dann die Spannungen hoch, die selber noch zu verarbeiten sind. Und dann kommt wieder eine Zeit, wo man merkt, es läuft wieder richtig schön, schön flow, harmonisch, und solche Zeitfenster dann einfach immer wieder nützen, um dann seine Dinge zu machen, wo man jetzt sagt, jetzt habe ich ein gutes Gefühl, jetzt gehe ich wieder nach Hause und mache dies oder jenes. Ganz genau. Und eben auch das ist etwas, den Plan, ja, eben man kann ihn entweder lassen und einfach spontan gucken, was ist jetzt für ein Impuls da und fühlt er sich stimmig an und dann folge ich dem. Ja. Oder man kann einen Plan machen und dann eben aber offen bleiben damit, wie, mal gucken, was sich davon realisiert. Ich bin Ja. gespannt. Ich mache das immer so. Ich bereite ja auch immer oder ich habe schon so einen Plan auf ein paar Monate, was ich so für Seminare oder so Dinge anbieten möchte. Und ich weiß aber immer, wenn es nicht sein soll, dann wird es nicht zustande kommen oder Komma. ich merke, ich mag doch nicht oder so. Ja. Also das wird sich klären. Und Ja. da ist dann kein Stress mit verbunden, sondern einfach, ich überlasse dem, ich mache dem Leben einen Vorschlag und lasse ihm dann die Führung oder das Leben macht mir einen Vorschlag und ich schaue, dann habe ich eine Resonanz dazu. Ja, und das ist auch etwas, was wir spüren, was wir fühlen und wo wir uns immer mehr, ja, von diesem Herzkompass eben führen lassen dürfen durch dieses Leben hindurch. Und Ja, dann bin sehr ich schön. sicher, dann ist für jeden gesorgt, so wie es im Einklang mit dem höchsten göttlichen Wohle ist. Ja. Das meiste Leid geschieht ja doch, wenn wir irgendwie uns an was festhalten wollen und so muss es sein und nicht anders oder das darf auf gar keinen Fall passieren. Ja, Dann ja. ist so unglaublich viel Anstrengung damit Ja. verbunden. Und wir wissen doch, also von unserem menschlichen, dieser Perspektive, die wir hier haben im Vergleich zu unserer Seele, welche Perspektive sie für uns hat, wissen wir ja gar nicht, was der beste Weg für uns ist, welche Erfahrung jetzt gerade dran ist und wo es am leichtesten geht. Und dann sage ich auch immer wieder, bitte zeigt mir, wenn ich mal wieder nicht sehe, weil ich so viel den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe. Ja. Ja, dann sage ich immer so, ihr Lieben, meine Begleiter, meine geistigen Führer, jetzt dürft ihr mich an die Hand nehmen, weil ich sehe es gerade nicht. Ja, und das ist auch in Ordnung. Bitte Ja, schick das ist deine sehr spannend, Geistführer was auch du. immer. Ich habe Bitte? da so ein festes Ritual. Ja? Gerade auch vor jedem Gespräch oder wie auch immer, habe ich wie so feste Rituale, wo ich einfach auch meine Geistführer, meine Schutzengel um Führung bitte, die richtigen Worte in dem Moment zu finden, einfach sich der Führung hinzugeben, oder auch abends vorm Schlafen gehen, einfach nochmal die Kommunikation aufnehmen. Ja, das ist ja auch wieder so ein Thema. In dieser schnelllebigen Zeit haben wir verlernt, oder viele, den Zugang. Manche mögen vielleicht betende Zusager, manche sprechen einfach zu der Schöpfung, zu Gott, zu Jesus, zu seinen Schutzengeln, zu seinen Ahnen. Da hat ja jeder seinen eigenen Zugang. Ich will das auch in keiner Weise irgendwie bewerten. Ja, manche, die sehr christlich erzogen sind, die kommunizieren mit Jesus oder mit der göttlichen Schöpfung. Aber einfach zu wissen, ich bin in einer höheren Anbindung, und ich kann auch meine Geistführer, mein höheres Selbst, meine Geistführer um Führung bitten für mich, für meine ganze Familie. Ich kann meine ganze Sippe mit einbinden, dass wir einfach durch diese stürmische Zeiten sicher durchgeführt werden, dass wir wirklich tief in uns ins Urvertrauen gehen, egal was im Aus gerade wieder vor Kriegsgeschichten laufen oder nicht laufen, ja, sich nicht in die Angst hineinzugeben, sondern wirklich immer wieder ins tiefe Urvertrauen zurückkehren und sagen, ich bin geführt, und egal was im Außen passiert, ich werde immer zu rechter Zeit am richtigen Ort sein. Und wenn man dieses Vertrauen, und das immer wieder in der Gefühlsebene, in der emotionalen Schwingung drin, wenn man wirklich dann so tief in sich reingeht, so tief ins Urvertrauen reinspürt und sich reinfallen lässt, sage ich mal, in seine Absolut. Herzensenergie, dann löst sich das auch alles Genau, und das dich in ist. eine Leichtigkeit. Ja, du hast dann keinen Stress, wenn die anderen Stress haben, weil du einfach nicht mehr energetisch gesehen greifbar bist für diese Energien, weil du, deswegen sage ich immer, es ist so immens Die wichtig. Frequenz gewechselt. Genau. Sind wir Ja, wieder von Frequenz? einer Sekunde auf die andere. Genau. Gehe ich Genau. raus aus der Frequenz? Gehe ich in die höhere Schwingung, in die Ja. Freude?
Und dann geht es mir viel besser. Und dann tanke ich auch wieder Kraft. Und dann strahle ich auch wieder. Dann bin ich in meiner Kraft, ja. Und das ist auch das, was du vorher auch schon mal angesprochen hast. Es ist wirklich so, die Menschen, wo aus sich heraus leuchten, die erkennt man. Es sind die sogenannten Leuchttürme. Das sind Menschen, die betreten einen Raum und der Raum füllt sich gleich, ohne dass derjenige was gesprochen hat. Allein seine Ausstrahlung. Weißt du, und mit, oh, jetzt kriege Es ich, wirkt. ich krieg gerade wieder Gänsehaut. Und Schön. wir werden, und da, und das ist das Ziel, an dem wir täglich an uns arbeiten müssen, ja, immer wieder dich neu Ja, uns auszurichten. immer wieder Und ausrichten, genau, immer ausrichten. wieder entscheiden, wieder mich wahrzunehmen und meinen Ja. Anker hier drin zu finden und zu spüren. Vielleicht heute noch nicht so stark oder nicht jeden Moment, aber immer öfters. Ja? Genau. Und das zu einfach dem einen Platz zu geben, sich zu entscheiden, ich möchte durch mein Herz leben. Genau. Weil das Herz ist auch der Ort, wo wir mit unserer Seele kommunizieren, wo wir Ganz genau. Orientierung in dieser verrückten Welt auch erhalten, weil wir eben dieses Spüren haben, oh ja, da ist Wahrheit, da ist der energetische Gehalt fühlt sich nach Wahrheit an oder nee, da ist ein Störgeräusch, Störgefühl dabei, sagt man ja auch so, ne? Und das ist wirklich, da kommuniziert unsere Seele mit uns. Und das ist unser Anker, den können wir da draußen nicht finden. Und noch weniger, seit jetzt alles so brüchig wird und auseinanderfliegt, so zumindest für meine Wahrnehmung. Aber eben das Schöne ist, was ich gerade erfahre und sehe und was ich auch aus dem Feld gezeigt bekomme immer wieder, ist, ja, es fordert uns, aber gleichzeitig steht wirklich wie der Hilfskonvoi schon daneben und du hast alles, die reichen dir das Werkzeug, das du brauchst, Ja. um diesen nächsten Abschnitt zu navigieren. Ja, Sehr also schön. die geistige Welt ist auch viel näher, die Ja. Unterstützung, die wir haben, und wir werden viel offener dafür. Es geht so schnell alles. Also du sagtest vorhin, naja, ich weiß nicht mehr, welche Jahreszahl du sagtest, bis dahin würde der Wandel 2030, sowas. ja, genau. 30, Also 31. bin immer für meinen Part immer vorsichtig mit mit Daten, weil Ja. ich weiß es einfach nicht. Aber wenn ich jetzt gerade nur schaue, was diese letzten 2 Monate dieses Ja. Jahres 2024, was das an Tempo Ja. zugelegt hat, und ich Unbedingt, ja. erfahre, was plötzlich wuff, wuff, wuff in mir aufgeht, ja, und anderes irgendwie wirklich mir so abfliegt, wie alte Lumpen. Ja, Zum genau. Teil, das geht so schnell jetzt, diese Ah. Veränderung, dass ich sage, okay, mich würde gar nichts mehr wundern, wie schnell das alles jetzt gehen kann. Ich glaube, das kann unser linearer Verstand, Ja, genau. also ich kann mir das gut vorstellen, dass wir bis dahin, also habe ich durchaus eine Resonanz zu und gleichzeitig bin ich einfach total neugierig, um mal gucken, wie es wird, Ja. wie das sich alles zeigt und Ja. ausspielt und ach, es ist wirklich eine unglaublich spannende Reise. Ja, und vielleicht auch noch mal ein wichtiger Punkt noch, was ich noch ansprechen möchte, ist, gesteht euch einfach auch zu, Mensch zu sein. Und wir sind hier, um uns zu entwickeln, ja, um die all die Programme abzuwickeln. Man darf auch mal einen Tag haben, wo man selber auch nicht gut drauf ist. Man kann nicht jeden Tag immer gut drauf sein. Man hat vielleicht dann auch mal gerade irgendwelche Probleme, ob familiär oder im Außen dich wieder was getriggert hat. Gesteht euch das einfach auch ein. Wichtig ist einfach auch immer wieder, haben wir wieder die Notwendigkeit, ja, einfach immer wieder euch neu zu zentrieren, bin ich in meiner Energie wieder. Und wenn er merkt, dass er irgendwie gerade ein bisschen aus der Balance rausgeschossen war, sei durch einen äußeren Umstand, dann kann ich wirklich immer wieder nur die Übung mit der Kerze empfehlen. Schaut einfach abends ein paar Minuten ins Kerzenlicht rein und ihr werdet sofort merken, wie er wieder ruhiger wird, wie er wieder zu euch kommt und wie er wieder in euch kommt und dann könnt ihr eure Gedanken und eure Energie wieder auf euch konzentrieren und euch geht es gleich wieder viel, viel besser. Ne? Aber es ist Menschsein und das darf man auch uns zugestehen, dass wir auch mal einen Tag haben, wo es nicht so rund läuft und dann aber allein die Tatsache schon zu erkennen, ja,
Oh, jetzt bin ich wieder irgendwie getriggert worden, von woher auch immer, ob bewusst oder unbewusst. Ah, ich muss mich wieder ausrichten. Das sind die Feinheiten, diese feine Nuance, das zu merken. Viele merken das ja gar nicht. Die laufen ja nur noch Programm ab. Ne? Genau, das mitzukriegen und dann von sich zu wissen, was hilft mir. Na, du hast jetzt die Übung mit der Kerze angesprochen, du hast schon den Wald angesprochen oder da sind wir uns einig. Für manche ist es Schwimmen gehen in einem See oder also es gibt so viele Dinge, wo man, also wo es gut ist, einfach für sich rauszufinden, was funktioniert für mich, wo kann ich mir einen Anker setzen, wo kann ich mir ein Ritual erschaffen, um mich immer wieder selber mit mir zu verbinden, mir diesen Raum zu schaffen, indem ich wieder mich selber spüren kann. Ja. Sehr Und schön. eben, du hast gerade mir ein schönes Stichwort gegeben. Es geht ja nicht darum, dass wir die Menschlichkeit hinter uns lassen, um irgendwo da oben göttliche Wesen zu sein, sondern es geht ja darum, dass wir das Göttliche in uns wieder leben. Und das Genau. geht nur durch das Menschsein. Ja. Schön. Wieder durch das, dieses menschliche Herz, das alle Bereiche mit einschließt und nicht, weil wir uns dissoziieren und irgendwohin wegdenken, träumen und sagen, ich wäre doch lieber auf den Plejaden. Ja, vielleicht habe ich eine Sehnsucht dazu oder habe da eine Verbindung dazu, dann ist es wunderbar. Aber die Richtung ist, bring's hierher. Ja, bring's hierher. Genau. Bring's hier in diese Dichte und dadurch wird das Dichte transzendiert, nicht weil wir es verlassen. Sehr schön. Da habe ich noch einen schönen Spruch, weil die Hobby haben das immer gesagt: Schau dich im Spiegel an, ich schaue mich im Spiegel an. Die Menschen draußen, wo zuschauen, schauen sich im Spiegel an. Wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Wir müssen es richten hier auf der Erde. Und alle, wo glauben, irgendjemand von außen kommt und hilft uns, wir haben eine Unterstützung von oben, eine geistige Führung, definitiv, aber wir sind diejenigen, die auf dies ankommt. Also, wie können wir was bewirken, indem wir in unsere Kraft kommen, in unsere Schöpferkraft und jetzt anfangen, das neu zu kreieren? Genau, und eben in erster Linie wieder bei uns. Ganz genau. Nicht indem wir, ich meine, wir sind jetzt zwar hier zwei, die hier in der Öffentlichkeit auch sprechen, aber es geht nicht darum, andere zu bearbeiten, damit Nein. die, sondern Einladungen auszusprechen, Inspirationen zu teilen, ja, Genau. aber immer aus dem eigenen Impuls, aus dem lebendigen Impuls heraus und nicht aus dem, oh, jetzt müssen wir ganz viele dazu bringen, dass die sich erinnern und dass die Nee, nee. aufwachen endlich und ich will sie schütteln, ne? Das hat man ja auch oft, gerade in der alternativen Nachrichtenszene. Nee, Ist da nee. viel Wertung und viel Übergriffigkeit oft da. Ja. Und das bedauere ich sehr. Deswegen ist es aus meiner Sicht auch so wichtig, auch da, auch bei der ganzen Aufklärungsszene und selbst wenn man in die finstersten Löcher guckt, das absolut mit fühlendem Herzen zu tun. Ja. Weil ich wirklich auch schon oft die Erfahrung gemacht habe, ja, ich bin bereit, wirklich die Augen geöffnet zu haben, auch wenn mir das Üble begegnet, Ja, sage ich jetzt klar. mal, was da in der Welt geschieht. Das sind Gehört schlimme auch Dinge, die es dazu. da Ja, gibt, ja. ja. Aber dann zu sagen, okay, die Selbstfürsorge ist die, dass ich sage, ich entscheide mich, wann fühle ich, dass ich jetzt in dem Herzbewusstsein, in der Qualität bin, dass ich sagen kann, jetzt kann ich kann es sehen und ich kann es fühlen und ich kann es dadurch transzendieren und Ganz genau. nicht, ich lasse mich dann davon so erschrecken, dass es mich reinzieht, ja, dann wird das Leid eher gemehrt oder verstärkt. Aber es gibt diese Zustände, wo ich merke, jetzt kann ich mir wirklich die schrecklichsten Dinge, mir die ansehen oder anhören oder darüber lesen. Ich kann es fühlen und mit den Menschen sein, die das erleben. Und fühle dann, dass das eine Unterstützung ist für diejenigen, die so etwas erleben müssen. Ja, und das ist. Mitgefühl, gell? Ja, und das Mitgefühl, ist aber echtes nicht. Mitgefühl, kein Mitleiden, sondern Genau. ein Mitgefühl. Mein Herz dafür öffnen für ihr Schicksal und sie zu Genau. begleiten innerlich, indem ich sage, ich gehe nicht weg. Ich bleibe dabei. Ich sage nicht, oh Gott, wie schrecklich, ja? Nee. Sondern ich bleibe dabei. Aber ich Genau. bleibe auch ganz bei mir und sage nicht, oh, du Armes. Ne? Und aber eben da darf man auch wieder da fühlen, spüren, kann ich das gerade?
Weil wenn ich merke, oh Gott, das löst bei mir selber einen Traumaträger aus, ja, dann bin ich keine Hilfe. Dann darf ich da ehrlich sein und sagen, das ist gerade nicht mein Thema. Geh Ja, grad. weißt du, Christina, jeder hat ja auch sein eigenes Tempo. Ganz Und genau. jeder steht, ohne das zu warten, jeder hat sein eigenes Tempo. Und Jesus hat ja auch schon gesagt, wurf nicht die Perle vor die Säue. Ja? Wenn du jetzt irgendjemand beglücken willst mit deiner Weisheit, lass es. Bringt alles nichts, ja. Nee, weil jeder muss selber drauf kommen, ja. Die Seele, Schwingung, die spürt es. Ich rede ja auch immer vom Weckruf der Seele, ja. Viele Menschen spüren einfach, können es noch nicht greifen, noch nicht fassen, aber irgendwie auf der inneren Ebene, wenn sie sich in sich verbinden, spüren einfach, da kommt was Großes. Ich möchte da mitgehen oder ich spüre, da kommt eine Veränderung. Ja, das geht ja schon los, Veränderung. Ja, viele Menschen haben ja Angst vor Veränderungen. Das Leben fordert uns jetzt natürlich auch, deine inneren Impulse zu folgen. Bist du im Vertrauen? Gehst du deinem Seelenweg oder kommt da irgendwo noch ein Mangeldenker oder ach ja, von was soll ich denn leben? Wie kann ich das machen und so weiter? Wirklich den Raum. Der Raum öffnet sich dann für denjenigen, wenn er, sind wir wieder bei den Gefühlen, beim Herz, wenn er mit Herz, mit Seele dabei ist und was vorhat, mit Menschen zu arbeiten, in welcher Form auch immer, was Gutes zu tun oder mit Tieren zu arbeiten oder für die Umwelt zu arbeiten, völlig egal, einfach was Gutes tun, was im Schöpfungsplan integriert ist, was hilft. Die werden durch die geistige Welt geführt und dann gehen Räume auf und entstehen neue Netzwerke, neue Kontakte. Und das passiert ja jetzt gerade auch, dass sich die Menschen finden, wo auf eine Resonanz gehen, andere stoßen sich ab. Ist völlig ohne zu warten alles okay. Manche finden den Ganz genau. klasse, manche finden die klasse. Da hast du keinen Zugang, ich keinen Zugang. Ich bewerte das aber nicht. Eben, ich fühle, ich spüre rein, oh, da sind ein paar tolle Impulse, da gehe ich mit, ja, da gehe ich in Resonanz. Und bei manchen anderen, da hast du eben keinen Zugang, ist ja völlig in Ordnung. Und das sind eben diese innere Parameter, auf die wir immer mehr hören wollen, Genau, hören und das ist sollten, ja. wieder, das fühlen wir. Das Wir fühlen wir, ja, spüren genau. ja, geht's da lang. Und deswegen, auch wenn sich jemand, ne, also wir alle sind ja immer wieder an dem Punkt, gerade wenn es uns herausfordert oder eben eine Ja. Veränderung ansteht, spür rein, fühl, öffne dein Herz dafür, ohne so viel zu denken erstmal und fühl, wie sich die Energie anfühlt. Geht's auf oder wird's eher eng? Und Ja. dann spürst du schon, ist da Leben drin? Ja, Genau. daran, das kannst du spüren. Da musst du noch nicht mal interpretieren. Und dann manchmal kann es sein, dass es im nächsten Moment eng wird. Und das sind dann häufig dann die Reflexe, eben so ein Mangel oder sowas. Und Ja. dann ist es einfach schön zu sagen, ah, jetzt ist beides da. Ja, Ja. ich merke, mein Herz geht auf und gleichzeitig, ich kriege Angst. Ja. Und dann machst du den Raum noch weiter auf und sagst, okay, ja, beide Platz. Und jetzt Ja. schauen wir mal, wo der nächste Schritt möglich Genau, ist. genau. Ja, der Eben. nächste Schritt. Es geht immer nur um den nächsten Schritt. Ja, Ich werde so genau. oft gefragt, wo ist meine Lebensaufgabe? Was soll ich, wo geht's hin für mich? Und merke ich ja, manchmal zeigt sich was, manchmal ist es so, weil das Feld weiß, ob das für den wichtig ist zu wissen, dass der so ein bisschen eine Vorstellung hat, ja. Und ganz oft ist es aber auch so, da geht es einfach darum, dass der Weg gegangen wird. Und dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße, wie Martin Walser schon so schön gesagt Ja, hat. schön, Ja, ja. das ist so ein schönes Wort für genau diesen Prozess. Sobald du anfängst, du sagst, ich bin bereit zu gehen und nicht erst, wenn ich alle Versicherungen abgeschlossen habe und die Garantie bekommen habe, dass es gut gehen wird, sondern ich fange an mit dem nächsten Schritt, Schritt, der sich genau. mir ermöglicht. Und dann kommt dir wieder was entgegen. Und dann merkst du, ah, da kann ich den nächsten Fuß hinsetzen. Ja. Sehr schön. Ja. Ja, liebe Christina, jetzt haben wir doch auch Schön. schon wieder die Zeit Ja, fortgeschritten. wow, gell, Möchtest das du ist. noch für meine Zuschauer so ganz aus dem Gefühl heraus, aus dem Impuls heraus noch was mit auf den Weg geben zum Abschluss? Ja, ich würde gerne was, oder das kommt jetzt gerade wirklich gerne zu dieser aktuellen Zeitqualität, was sagen, die ja so eben, wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen,
zum einen sich im einen Moment so schwer und zäh und nach alten Themen anfühlen kann und Schwere und Dichte und im nächsten Moment ganz bewegt und ganz wild und aber auch manchmal ganz, ganz erhellend und durchströmend. Und ich möchte euch einfach einladen, uns alle einladen, das nicht alles allzu persönlich zu nehmen, sondern es wirklich wie das Wetter zu betrachten, welches du jetzt gerade mit deinem Segelschiff durchkreuzen hast. Ja, weil das sind die Energien, in denen wir jetzt gerade leben. Die machen was mit uns, so wie unser Schiff dann ja auch anfängt, wenn So der war das. Wellengang wild ist. Ja, und dann können wir damit umgehen. Auch dafür ist dieses Navigieren mit dem Herzen so wichtig. Das ist der Kompass in diesen wilden Gewässern. Und das aber eben, wer käme denn auf die Idee, das Wetter persönlich zu nehmen? Es ist einfach eine energetische Folge. Es ist einfach etwas, was sich ausspielt und sich ausspielen muss, damit es danach wieder ein klarer Tag werden kann. Und in diesem Prozess befinden wir uns gerade. Und ich finde, er kann auch schon ganz schön viel Spaß machen. Ja. Zumindest immer wieder. Also nicht Ja. nur sagen, oh Gott, es ist wild, oh Schreck, oh Graus, sondern sagen, okay, wie ist es jetzt? Jetzt bin ich gefordert und im nächsten Moment, oh, war das schön. Jetzt ist es gut. Jetzt ist Ruhe. Jetzt, Windstille. Oh, ich kann genau. lauschen. Ja, also jeder Moment ist anders und sich nicht davon abschrecken oder entmutigen zu lassen, dass es sich nach Kontrollverlust anfühlt, weil das ist es und das gehört auch zum Plan. Das ist, Genau. da bin ich, da bekomme ich sehr klare Informationen aus dem Feld der Liebe, dass der Kontrollverlust Teil des Spiels ist und nicht ein Zeichen dafür, dass es schief geht, sondern das Ego, der Verstand muss ein Stück weit, ein großes Stück weit ins Loslassen, in den Genau. Verlust kommen, damit das hier, ne, Aufkommen. diese Notwendigkeit geschehen kann. Halt, Das ist ein das ist Evolutionsdruck, genau. unter dem wir da gerade stehen, wirklich auf unsere Herzen uns Oh, einzulassen. ja, wow, wirklich wieder ein ganz tolles, inspirierendes Gespräch, Ja. liebe Christina. Ich danke dir ganz, ganz herzlich Ich und danke dir. ja, ihr Lieben da draußen, genau, einfach jeden Tag, wie ich immer sage, zentriert euch, schaut, wo er energetisch steht und bleibt in eurem Vertrauen, in eurer Kraft, in der letzten Instanz. Wir wissen es, die Christina weiß es, ich weiß es, viele auch, die schon weiter fühlen, spüren, dass wir in eine gute Zeit steuern, um einfach den Menschen noch eine positive Abschlussbotschaft zu vermitteln. Bleibt in eurer Kraft. Liebe Christina, ganz, ganz herzlichen Dank für das tolle, inspirierende Gespräch heute wieder. Und ja, ich schaue auch immer regelmäßig mal bei dir rein, was du so mal ab und zu mal wieder von dir gibst. Ja, ich habe auch dein letztes Solo-Video angeschaut, war auch wieder toll, toll gesprochen. Und bei dir merkt man schon auch, dass du wirklich aus dem Herzen fühlst, ja, aus dem Herzen sprichst. Punkt. Du bist original. Du bist authentisch und das ist das, was die Menschen berührt. Bleib so, wie du bist. Danke, bis zum nächsten Mal. Schön, danke, lieber Rainer.